So, herzlich willkommen zurück zu meinem Speed of Doom Let's Play. Dann werden wir uns jetzt mal diesen Schalter hier öffnen. Da kommt ein roter Key runtergefahren, ein paar Karkos. Läuft wundervoll, wie ich finde. Ey, jetzt stirb bitte. Beißt mich das Mistvieh auch noch? Egal, das ist trotzdem wunderbar gelaufen. So. Das kann man nicht anders sagen. So, da kommt jetzt die Spinne raus, oder wie sieht's aus? Das hat nichts zu sagen. Gut, rote Schlüssel muss ich denn hier einsetzen überhaupt? Da bestimmt. Ups. Den haben wir eingeheizt ordentlich hier. So. Langsam nun. So, du bist weg. Bis. Oh, du musst ganz schnell sterben, Junge. Ganz schnell. Oh. Das ist blöd, hier ist so viel Munitionsmangel. Ihr habt Munition, hier, gebt mir eure Shotguns. Ist nett, dass ihr Munition geben wollt, das finde ich lieb von euch. Sehr gutmütig von euch, sehr lieb. Dann kann ich nämlich die Spinne jetzt mal platt machen da. Moment mal. E1 M1. Fällt mal gerade so auf, ne? Also nebenbei angemerkt. So. Welche Ironie, dass es ausgerechnet am Resurrection Level ist. So, gut. Gut, die könnten wir eigentlich wieder boxen. Müssen dann nur noch rankommen, gescheit. Ja, das meinte ich nicht mit gescheit rankommen, aber jetzt sind wir oben. So, und jetzt haut ihr ab. Oh, diesmal nicht eine dicke Armor. So. Nee, das war kein Trick oder so. An einem Zieger zu gelangen. Vielleicht hier auf der Seite? Nee, auch nicht. Schade eigentlich. Gibt's hier den obligatorischen Schalter? Nein. Gibt es nicht. Nein. Keine Chance. Aber ist ja witzig. So, gut. Okay. Dann müssen wir wohl hier weiter. Ich gucke jetzt aber erstmal nach, was auf diesen Türen noch ist. Na, einmal guten Tag gesagt. Ey, pass auf, wo du deine Schüsse ablagerst. Hier. Das Stück. Nein, das ist nicht so gut. Ach, töte mich. Scheißendreck hier. Ja.
So, sieht doch gar nicht mehr schlecht aus jetzt. Also. Ist nix. Ich übersehe es hier kurz, ich wette das. Ach du Scheiße. Bitte schön. Yay. Ah, ich hänge fest. In irgendwelchen Karkus oder sonstigen Gedöns. Oh, der lebt noch. Das ist nicht gut. Jetzt ist er tot. Ach, hört doch auf, mich zu verletzen, Mensch. Mist, Mist, Mist. Ich muss gleich eine andere Waffe haben. Ah, lasst mich doch da mal raus. So. So. Was wollt ihr denn jetzt, ha? Mal schön weg, die Quarkus. Ja. Habt ihr wenigstens beide was davon? Soll ja keiner zu kurz kommen, ne? Lasst euch die Rakete teilen. Sieht ja auch cool aus. Mit dem Rauch hier. Nice. Das ist ja nice. Gut. Das ging relativ souverän diesmal. Da war auch noch eine Tonne Shit, die hätte ich nutzen können. Was hat dieser Raum jetzt eigentlich gebracht? Ne, Blanche, das hatte ich schon vorher, ne? Die war einfach irgendwie sinnlos. Um ein bisschen Spaß zu haben. So. Ach, nicht du schon wieder. Hä? Oh. Deswegen stoppt das. Das erklärt das. Wirst du wohl mal aufs Maul bekommen hier. Statt eine Streichel bekommen. Schlag zu, du Geil. Das ist ein Secret. Erzähl doch nichts. Das muss irgendwie ein Secret sein. Stirb. Stirb. So. Gut. Ah, diese Munitionsknappheit, das ist furchtbar hier. Ah ja. Na, hasse es. Für Munition. Was macht ihr denn jetzt hier noch? Ihr müsst als erstes weg, so viel ist mal klar. Komm ich nicht rein? Was zum Kotzen? So, wie jetzt am klugsten? Kete behalte ich, glaube ich, nochmal. Ach, es ist echt. Ach komm, willst du mich verarschen, du Mistvieh? So. Ich mache jetzt erstmal so platt. Hier, yeah, da ist dein Bauch platt, ne? Ja. So wie sie es eben gehört. So. Gut, dann stellen wir uns wieder hier hin und jetzt können wir die Karkus platt machen. Aber die möchte ich eigentlich gar nicht so platt machen. Wir können ja eigentlich mal hier wieder rausgehen. Na, da mal persönlich vorbeischauen. Was haltet ihr davon? Ich glaube, ich sollte sie lieber sägen. Ein bisschen blöd, die zu erwischen. In der Luft schweben sich. Das ist so kacke. Hört auf zu schweben in der Luft. Lasst euch mal gescheit abschießen.
scheiß Lavabecken macht sein Übriges. So, jetzt hab ich dich, Freundchen. Haha, nein, du bist jetzt am Arsch, komm. Seh es ein. Schön, dass wir uns da einigen. Ah, ihr gebt ein schönes Bild ab. Jungs, ihr gebt ein wunderschönes Bild ab. Herzlichen Glückwunsch, ihr könntet eventuell mein neues Thumbnail sein für dieses Video. Das könnte eventuell passieren. So, macht euch mal bereit für ein Foto. So, ne? Ist doch eine schöne Pose. Habt ihr gut gemacht. Habt auch schön stillgehalten, als ich das Foto machen wollte. Das habt ihr schon ganz zufriedenstellend hinbekommen. So. Okay, dann... Wo waren wir jetzt überhaupt hier drin? Na, ja. Hier muss eigentlich irgendwo ein Ausgang sein, weil hier muss ja irgendwie... Mist, da komme ich jetzt eh noch nicht hin, weil da... muss man ja irgendwie rauskommen. Okay, ja, was muss ich denn jetzt überhaupt machen? Ich habe keinen Plan. Durch die Tür komme ich nicht durch, aber was soll ich denn dann machen? Hä? Das will sich mir nicht einleuchten. Das ist ja... Ja. Die Frage, ne? Was tun? Hier ist auch nichts mehr. Nein. Ich hab grad keine Ahnung, aber das muss ja einen Sinn haben, dass die Karkus da unten waren. Also vielleicht nochmal hier draußen gucken. Vielleicht hat sich hier draußen ja was ergeben. Es muss ja einen Sinn haben, dass die hier sind. Jetzt abgesehen von der Tatsache, dass ich hier Pain Elementals höre. Oh! Das war eine Wallrunning. Ich hab gerade Wallrunning gemacht. Wie hab ich das gemacht? Ja, hier, guck euch das an. Das ist lustig. So viele Besägblöcke, das ist auch irgendwie lustig. So, aber ich habe keinen Plan, was ich jetzt hier machen soll. Irgendwie muss... Ja, nee, da wollen wir jetzt nicht rein. Habe ich Glück gehabt, dass ich da keinen Schaden genommen habe. Aber irgendwie... muss das doch jetzt hier weitergehen. Rein theoretisch. Nicht, dass das wieder so eine verpackte Tür ist, wie wir es schon mal hatten. Aber mit geht's. Oh! Das war. Ja gut, das könnte ja glatt ein Secret sein, ne? Boah, wie soll ich denn das erkennen, dass das ein Schalter ist? Ein neuer Schalter hier. Das ist hier auch was. Das ist natürlich auch, was man jetzt mal wissen müsste. Genau. Gib's dem mal. Bin ich voll dafür, dass hier. Alles an den Baron auslast erstmal. Ja. So, dann einmal das Ding hier. Das wird einmal hochkommen. Oh, die kommen sie schon. Bloß schnell töten. Na, willst du den Faustkampf mit mir aufnehmen? Ja. Schön, dass wir uns da einig sind. So. Kein Secret hier irgendwo? Nö. Gut, dann einmal hier rüber. Vielleicht noch eine Shotgun. Hier muss natürlich irgendwo auch wieder so ein Schalter sein. Dass sie da unten durch die Tür kommen, ne? Ah, ich sehe ihn schon. Oh Gott. Ja, Alter. Waren die Imps aber, die da beim normalen E1M1 sind, deutlich lieber als die Dinger da oben. Sind jetzt beide tot? Nein, da liegt natürlich noch einer.
Der letzte Schuss. Nicht getroffen. Ach, da lebt eh noch. Was willst du denn jetzt schon wieder? Shit. Was, wo kommt das denn her? Wer schießt hier, Alter? Ach toll, keine Mumie mehr. Super. Boah. Wo kommt dieser scheiß Shotgunner her? Shankgunner, so. Das würde mich wirklich mal brennend interessieren. Gut. Der Zombie muss als erstes weg. Ja, schön, dass ich da nicht hinkomme. Das ist natürlich auch ganz prickelnd. So, Zombie weg. So. Die Scheißviecher da. Da kommt Karkus. Okay. Vielleicht sollten wir rausgehen. Vielleicht geht das einfacher. Muss doch irgendwo sich ein Shankgunner verstecken. Ach, geht da weg von der blöden Wurzel. Boah, das ist blöd, hier festzuhalten. Wurzeln sind schon leicht. Ja, deswegen stirbst du halt, weil diese scheiß Wurzeln da haken. Wo ist denn der scheiß Shankgunner? Ach, da oben ist der drin. Ach ja. Du bist wirklich gut versteckt, mein Freund. Das muss man dir wirklich lassen. Mistviecher. So, weg mit dir. Jetzt kommt der scheiß Karko rein. Den können wir dann auch sägen. Möglichst kommst du hierher. Immer dazu neigen, so hoch zu fliegen. Lass das bleiben und fliegt in mein Sägeblatt. Da, wo ihr hingehört. Du auch, komm. Was ist da draußen noch? Das ist nicht gut. Komm mal rum hier. Nicht da hochfliegen, bist du denn des Wahnsinns? Meine Säge. So. Sehr brav. Sehr artig und brav von dir. Ah, da lebt natürlich noch einer. Ach, das sind diese scheiß Imps noch. Die hab ich auch wieder vergessen. Ach, das gibt's doch gar nicht. Der Revenant ist da oben weg. Dringend. So. Dann kann ich mich nämlich auch mal anständig um die Dinger kümmern hier. Jetzt mal. Geht mal hier rüber. Kommt mal hier alle rüber. Könnt die Dinger mal in die Luft gehen wenigstens? Shit.
Ist nicht erfolgreich. Gut, egal. Dann... Wisch ich nicht, ne? Ich hab ne Idee. Geht jetzt mal hier rüber. Schieß mal auf die Tonne, bitte. Ach, nun geh doch da von dieser scheiß Lava weg, Mensch. Sauber. Dankeschön. Jetzt stirb halt. So. Meine Güte. Scheiße, war so klar. Ich glaube, die lasse ich noch da, die Tonne. Die könnte ich nämlich dann... Ich hasse die Dinger, Alter. Ich schieße die jetzt mit der Shotgun ab, ey. Geduld ist zum Ende mit euch. So. Okay. Und dann... Dann komm mal rüber hier. Komm rüber hier. Los, rüber hier. Töte dich selber. Ach, das musste natürlich sein, dass du mich nochmal triffst, ne? Ach. Ey, es ist doch nicht wahr. Der Ort ist sowas von scheiße hier. Auch gut. Sehr gut hast du das gemacht. Wie mit seinem eigenen Schuss die Tonne kaputt macht. Er ist drauf eingefallen. Finde ich gut von ihm. Kannst nicht mehr viel haben. Ach. Kann sich hier nicht gescheit bewegen und man hat einen schlechten Munitionshaushalt. Aber jetzt haben wir es endlich mal. So. Und praktischerweise ist der Imp noch am Leben. So. Gut. Gottes Willen. So. Jetzt haben wir hier. Hier haben wir noch einen Schalterli. Was geht hier vor sich? So. Da müssen wir auch noch... Klasse, eher reingehen sollen. Aber es bringt uns ja auch nichts, weil die Munition so knapp ist. Ne? Also wirklich ein Fortbringer ist das ja auch eh nicht. Und noch so wenig. Das ist auch schrecklich. Und vielleicht das hier offen wäre. Nee. Ob ich da oben rankomme, weiß ich noch nicht. Natürlich auch sehr gerne mal ran. Aber erst müssen wir ja weiterkommen, dass wir ja... Ich glaube, da war ein Arschwall drin. Mann, die Tonnen, die sind natürlich jetzt auch nicht gerade... Es hat echt so ein Arschgesicht wieder drin. Oh. Womit habe ich denn die alle verdient? Ich würde es natürlich ganz geil finden.
So war es natürlich nicht geplant. Kein Versteck gefunden hier. Natürlich wieder nicht gelingt. Was kommen wir hier rüber? Was ist hier rüberkommen? Das gibt's doch nicht. Mensch! Komm doch mal hier rüber! Lass doch jetzt mal fruchten. So. Ah, treffe ich denn nicht mal den Schalter? Ich glaube, es ist ja einfach nicht wahr. So. Das geht aber. Das ist wahrscheinlich jetzt aus der Exit, nehme ich an. So. Naja, Tatsache. Nein, ich will ja. Das will ich ja nicht. Ich will die Secrets noch haben. Krieg echt denn jetzt die Secrets noch? Da ist nämlich bestimmt voll das gute Zeug noch drin. Nein, nicht Secrets. Das wette ich. Ich weiß aber nicht wie. Dann. Ah, Moment, eins habe ich glaube ich jetzt. Wir können aus dem Fenster raus. Dann können wir noch da rausspringen. So. Ich würde auch hier rüber. Jo. Das ist ein kleines Secret Lee. Da fehlt mir ja nur noch eines. So, dann haben wir die auch wieder voll. Das ist super. Und das letzte muss ja mit dem Armor-Ding da hinten zu tun haben. Nur wie lösen wir das Problemchen? So, zwei. Vielleicht müssen wir hier oben noch was machen. Wäre ja denkbar irgendwie, ne? Ich sehe aber noch nicht, was es sein könnte. Vergiss mal ganz schnell. So. Gut, hatten wir das schon. Aber wie komme ich denn da rein? Wie komme ich da rein? Wie komme ich da rein? Das nicht noch schnell rausheben, ansonsten muss ich nämlich gleich alleine weiter gucken. Aber ich habe gehofft, dass ich das irgendwie noch rauskriege. Nein, aber das wird ein bisschen schwieriger, wie es scheint. Ich merke schon, ich hätte den Schalter nicht drücken sollen. Aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass ich hier dann hinten nicht weiterkomme. Na gut, was könnte ich denn übersehen? Wir müssen da irgendwie reinkommen, ist nur die Frage, wie. Gut, ich guck da mal eben alleine nach. So, da bin ich wieder. Und ja. Mir fiel da gerade sowas ein. Und zwar, wir waren ja eben schon mal hier hin. Und erinnert euch noch, wo uns der Revenant hier was uns ins Gesicht geschossen hat.
Ja, das ist nämlich so, dass diese Tür nur ein Monster öffnen kann. Naja. Das ergibt zwar null Sinn, aber es ist so. Und deswegen kommen wir da jetzt nicht ran. Aber was ist da überhaupt oben? Das möchte ich jetzt doch noch mal wissen. Ein paar Potions und Help. Toll. Ist ja das ganze Secret nicht wert irgendwie. Na gut, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt weg. So. Bäm mit Gebrüll. Ja, so ein krasses Secret und so sinnfrei. Für 4 Health Potions und ein Health Pack. Das ist ja eine tolle Belohnung. Alter Schwede, dieses Level ist wirklich munitionsknapp. Da muss man wirklich... Wow, also... Erstmal die Revenants... die Quatsch, die... Arschwalds Fisten, man hatte ja gar keine andere Wahl am Anfang. Gut, man hätte die Shellbox finden können, aber dann reicht die Munition ja für später auch. Es reicht nicht mehr, also das ist schon wirklich alles sehr, sehr eng bemessen hier. Mann. Krasser Shit. Ja, also arg munitionsknapp. Da muss man echt mal aufpassen mit der Munition. Das ist mal was anderes, ne? Diesmal keine Munitionsflut. Also das ist auf jeden Fall mal was anderes gewesen. Sehr interessant auf jeden Fall. Weil sonst hat man ja immer Munitionsflut in dem Spiel. Aber da musst du mir echt mal aufpassen. Aber es hat sich natürlich ganz schön gezogen, Archival zu töten, ne? Naja. Okay, das war's mit Resurrection. Wir sehen uns das nächste Mal mit Dead Echo wieder. Bis dann. Bye bye.